herzlichen Dank für die Einladung und die Einführung. Ich will Ihnen jetzt in dem Folgenden, obwohl ich weiß, viele gehen zu solchen Tagungen, um sich Lektüren zu ersparen, die Lektüre dieses doch etwas dicker geratenen Buches Humanistische Reflexion nicht ersparen. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist eher zugespitzt. 30 Minuten habe ich, das ist nicht so lang, in 30 Minuten ein paar Thesen zu entwickeln, die auch zum Teil deutlich, also komplementär, aber deutlich über das hinausgehen, was dort aus einer eher philosophischen Perspektive analysiert ist. Das heißt, ich werde den Schwerpunkt hier viel stärker auf Demokratietheorie legen, was eigentlich Demokratie ist, was wir unter Demokratie verstehen sollten. Und dann zweiter Teil, was ist Humanismus und wie hängt das erste mit dem zweiten zusammen. Und zum dritten dann noch einige Gefährdungen benennen, antihumanistische Herausforderungen, gewissermaßen, die recht vielfältig sind und die in letzter Zeit deutlich zugenommen haben. Also erster Teil, ein paar breites Feld, ein paar Bemerkungen zur Demokratietheorie. Es geht wie Kraut und Rüben durcheinander, bis in die zeitgenössische Debatte hinein. Wenn man das sich anschaut, die Interpretationen von Demokratie divergieren auffällig stark. Und wenn über lange Zeit hinweg unterschiedliche Paradigmen sich gegenüberstehen, ohne dass ein Sieg abzusehen ist der einen oder anderen Seite, dann ist zu vermuten, dass alle irgendeinen bestimmten Aspekt einer richtigen Sicht erfasst haben, oder die meisten jedenfalls erfasst haben, dass die Integration noch nicht gelungen ist und dass von daher dieser Paradigmenkonflikt überhaupt erst entstehen konnte. Und da will ich nun stichwortartig einige dieser Ansätze kurz betrachten und daraus dann Schlussfolgerungen für ein Verständnis von Demokratie als Lebensform ziehen. Das ist ein wunderbarer Titel, gewissermaßen ist auch der Titel meines Vortrages, wenn ich jetzt mitdenke, nämlich Demokratie als Lebensform, die politische Dimension des Humanismus, wenn das passt. Sehr gut. Erster Punkt, erste Stichwort. Demokratie wird häufig verstanden als eine von unterschiedlichen Formen kollektiver Entscheidungsfindung. Also wenn Sie jetzt eine Umfrage machen würden und die Leute fragen, was ist denn eigentlich Demokratie, dann würden die allermeisten vermutlich zur Antwort geben, naja, Demokratie herrscht dort, wo die Mehrheit jeweils entscheidet, was zu tun ist. Da ist irgendwas Richtiges dran, aber in dieser Verkürzung ist es hochgefährlich, Demokratie so zu verstehen. Wenn das Demokratie wäre, dann muss vermutet werden, dass 1937, 38, 39 die hitlerische Politik demokratisch legitimiert gewesen wäre, weil ich bin ziemlich sicher, dass Umfragen deutliche Mehrheiten für diese Politik in Deutschland ergeben hätten. Und wenn sie eine faire Wahl gemacht hätten, hätten sie wahrscheinlich keine Sorgen mehr haben müssen, dass sie die Wahl verlieren. Es gibt viele andere, weniger dramatische Beispiele. Vor allem aber ein Blick in die Verfassungen demokratischer Staaten zeigt das daran, was nicht stimmen kann. Das Grundgesetz beginnt mit 19 Artikeln. 19 Artikeln beginnt damit, in denen individuelle Rechte, auch Artikel 1 Absatz 1 kann man als Individualrecht interpretieren, aufgelistet werden, die offenbar etwas zu tun haben mit der demokratischen Ordnung, sonst würde das Grundgesetz nicht mit diesen individuellen Rechten beginnen. Also, das ist das eine. Das zweite ist, das ist etwas, was sich zum Teil nicht einmal in die europäische Politikwissenschaft herumgesprochen hat, obwohl das Resultat schon lange zurückliegt, nämlich aus den 1960er Jahren, stammt streng genommen aus dem Ende der 1950er Jahre. Es gibt fundamentale logische Probleme mit der Mehrheitsentscheidung. Das ist das berühmte Error-Theorem, das ich im Gegensatz zu vielen anderen politischen Theoretikern, Politikwissenschaftlern, politischen Philosophen sehr ernst nehme. Ich glaube, dass das eine Warnung ist vor einer allzu naiven Vorstellung von direkter Demokratie oder gar Liquid Democracy. Der Untergang der so vielversprechend begonnen habenden Piratenpartei hängt mit einem solchen Missverständnis eng zusammen. Liquid Democracy kann aus logischen Gründen nicht funktionieren. Das könnte ich gerne etwas näher erläutern. Dazu gibt es auch ein ganzes Buch, Logik kollektiver Entscheidung.
zusammen mit Lucian Kern verfasst haben. Es gibt ein zweites Stichwort, Rolle kultureller Zugehörigkeit, kultureller Identität. Sehr vergröbernd gesagt, haben wir in Europa eine Situation, dass westlich und östlich des Rheins sich hier die Geister scheiden oder traditionell geschieden haben. Das ist in der rot-grünen Koalition, der ich vorübergehend angehört habe, etwas verändert worden. Aber das Grundproblem bleibt bestehen. Östlich des Rheins tendieren jedenfalls die politischen Akteure dazu, eine Art kulturelle Konstitution von Citizenship, von Bürgerschaft anzunehmen, was zum Beispiel sich in unserem Fall, im deutschen Fall, darin äußert, dass die sogenannten Volksdeutschen, die zum großen Teil nicht mehr Deutsch sprachen, die irgendeinen deutschen Vorfahren haben, hier ein Einbürgerungsrecht hatten, gewissermaßen als Teil dieses deutschen Volkes identifiziert wurden, unabhängig von Staatszugehörigkeit, von Interaktionsbeziehungen, von Partizipation und was dergleichen mehr ist. Das heißt, wir haben ein ethnisches Verständnis von Volk, während westlich des Rheins sowohl in England wie in Frankreich wie in den USA ein Demos-Konzept von Volk dominiert. Die ethnischen Konzeptionen haben das Problem, dass sie in einer nicht enden wollenden Kette von Konflikten münden. Es gibt gut gemeinte linksliberale, oder wie immer man das nennen soll, Vorschläge zur Reform der Europäischen Union, die darauf hinauslaufen, doch endlich den Willen der jeweiligen regionalen Identitäten, kulturellen Identitäten, Stichwort Katalonien zum Beispiel, ernst zu nehmen, die Nationalstaaten aufzulösen, eine europäische Republik zu etablieren, die dann aus solchen, nämlich ethnisch mehr oder weniger homogenen Entitäten zusammengesetzt ist. Das ist ein Rückfall in ein ethnizistisches Verständnis, das ich für hochproblematisch halte. Drittens, Demokratie als Markt. Das wird dann manchmal als pluralistische Demokratietheorie verkauft. Das sieht dann so aus, alles ist eigentlich Markt. Und was geschieht in der Politik? Naja, dort treten Leute auf mit bestimmten Produkten und die bieten sie an. Und wenn sie Käufer finden, setzen sie sich durch. Das Ganze läuft überwiegend gar nicht so sehr in der Form der Abstimmung, sondern in der Form des Bargainings. Und jetzt sage ich mal nur am Rande, da ist auch was Wahres dran. Ja, jeder Gesetzentwurf ist ein Bargaining-Prozess innerhalb des Parlaments, zwischen Parlament und Expertise, zwischen den einzelnen Verantwortlichen, auch in der Exekutive und einer oft gar nicht so leicht identifizierbaren Beteiligung von Interessengruppen, die auch gar kein Interesse haben, ihre Beteiligung öffentlich zu machen. Also das ist eine dritte Konzeption, die immerhin positiv gewendet als ein Konzept vertreten wird, was vor allem in den USA sehr beliebt ist. Schließlich Demokratie als Agora. So würde ich zum Beispiel Habermas kategorisieren. Agora heißt, die Leute treten auf, haben bestimmte Vorstellungen von Demokratie, bringen Argumente dafür vor. Es entsteht eine politische Öffentlichkeit, am Ende wird entschieden, welcher dieser Vorschläge folgt man. Das ist zu unterscheiden von Demokratie als Partizipation. Im einen Fall geht es darum, dass eine Öffentlichkeit Bewertungen erlaubt und im anderen Fall geht es darum, dass ich teilhabe an Entscheidungsprozessen. Also das republikanische Verständnis und das Agora-Verständnis sollte man nicht identifizieren. Schließlich gibt es eine weit verbreitete und bis seit John Rawls 1971 wieder zu Ehren gekommene Auffassung, die besagt, letztlich sind wir autonom und frei und als Individuen die letzte Quelle der Normativität. Und daher kann eine staatliche Ordnung nur legitim sein, wenn sie auf einer prinzipiellen, hypothetischen Zustimmung aller beruht. Kontraktualismus oder Contractarianism, das sind dann die zwei Hauptvarianten, die da vorgeschlagen wurden,
Buchanan steht für. Die zweite, die ist besonders in der ökonomischen Theorie der Demokratie sehr beliebt. Und schließlich gibt es eine letzte, die ich hier ansprechen möchte, nämlich eine genuin republikanische Theorie der Identität. Diese besagt, die Republik erlaubt die kulturellen und partiellen Identitäten zu überwinden in Gestalt einer politischen, genuin politischen Identität. Diese politische Identität ist nicht abhängig von der kulturellen. Es gibt allenfalls mehr oder weniger günstige Bedingungen für eine solche republikanische Identität, zum Beispiel eine gemeinsame Sprache. Aber sie ist nicht gebunden an religiöse, kulturelle, Herkunfts- oder sonstige Identitäten. Nennen wir das die republikanische Theorie der politischen Identität. Ich lasse jetzt diese Stichworte einfach mal so stehen. Manchmal ist es vielleicht schon deutlich geworden, mit mehr oder weniger Sympathie ich diese Ansätze betrachte. Ich will mal sagen, keiner dieser Ansätze ist für sich genommen wirklich tragfähig. Und hier stellt sich jetzt die Frage, welche Rolle spielt Lebensform? Ich will es auch kurz und zuspitzen, das geht jetzt nicht anders in diesem Vortrag. Es gibt viele inhaltliche Übereinstimmungen meiner politischen Philosophie und Theorie mit den beiden großen, im weitesten Sinne linksliberalen Repräsentanten der zeitgenössischen Philosophie, politischen Philosophie, das ist John Rawls und Jürgen Habermas, die sich in vielen unterscheiden, haben auch heftig gestritten untereinander. Der Unterschied, der zentrale Dissens ist nicht ein inhaltlicher. Der Linksliberalismus, der in beiden Konzeptionen deutlich wird, ist mir durchaus sympathisch. Sondern der zentrale Dissens, aber der ist für unser Thema, glaube ich, von größter Bedeutung, ist die für den Liberalismus generell und für den Linksliberalismus speziell zentrale These der Trennbarkeit von Kultur und Politik. Der Dissens, den will ich kurz erläutern. Ich verstehe die Motive sehr gut. Das Motiv, bei John Rawls ist es expliziter als bei Habermas, sieht ungefähr so aus, weil die Leute leben halt ihr Leben aufgrund von etwas, was Habermas missverständlich Comprehensive Moral Doctrines nennt. Ich glaube nicht, dass das Comprehensive Moral Doctrines überhaupt irgendeine Rolle spielen, weil die, man schaue mal die, man schaue sich mal empirische Untersuchungen an über die Lebensformen, die treue Katholiken, die auch jeden Sonntag in die Kirche gehen oder jeden zweiten wenigstens auch tatsächlich praktizieren. Der Hiatus ist nun zweifellos groß, bei Katholiken vielleicht noch einen Schuss größer als bei Protestanten. Aber jedenfalls die Vorstellung, dass die Menschen eine bestimmte Lebensform leben aufgrund einer Doktrin, ist irreführend. Da irrt Rawls sich, da ist er sozusagen schlechter Soziologe. Aber was zutrifft ist, dass es unterschiedlich gestiftete Lebensweisen gibt, in denen Normen und Werte, oft missverstandene Normen und Werte, die religiösen, ethnischen, wie auch immer Ursprung sind, eine Rolle spielen. Und ich kann das Motiv der liberalen Trennungsthese sehr gut verstehen. Lasst uns Distanz dazu halten. Die Leute sollen halt leben, wie sie leben wollen. Ja. Aber wir brauchen dann eine Public Sphere, eine Sphäre des öffentlichen Vernunftgebrauchs und die muss sich von dieser abkoppeln. Das Problem ist, es funktioniert nicht. Es kann nicht funktionieren. Und ich gebe dazu ein Beispiel, was vielleicht für unser Thema nicht ganz irrelevant ist. Angenommen, ich bringe ein historisch belastetes Beispiel, die Leute stehen auf, im Bus, wenn sich neben sie jemand setzt, andere Hautfarbe. Bin ich dafür, dass jemand, der aufsteht, weil sich neben ihn jemand setzt, andere Hautfarbe, bestraft werden sollte? Bin nicht dafür, dass der Straftatbestand sind. Bin aber überzeugt, dass eine Gesellschaft, in der sich die Leute so verhalten, im Wortsinne nicht demokratiefähig ist. Sie ist keine Demokratie.
können bestimmte Elemente, demokratische Elemente realisiert sein, wie vielleicht in den 1950er Jahren in den USA. Es handelt sich nicht um eine Demokratie. Ohne eine Kultur des je individuell gleichen Respekts und eine Kultur gleicher Anerkennung im Sinne auch von unterschiedlichen Zugehörigkeiten und Gemeinschaften ist eine Demokratie nicht möglich. Oder um es noch ein bisschen unbequemer zuzuspitzen, eine Demokratie, in der ein Teil der Bevölkerung ihre Töchter in unbedingtem Gehorsam gegenüber ihren älteren Brüdern erzieht, ist nicht demokratiefähig. Das heißt, die kulturelle Neutralität der Demokratie ist eine Illusion. Die Konservativen versuchen aus diesem Honig zu saugen gegenwärtig, indem sie eine sehr problematische Form der Reitkultur reaktivieren. Man schaue mal die Thesen von De Maizière an. Wenn man die durchliest, ich habe das kurz und polemisch so zusammengefasst: alles, was spezifisch deutsch ist, gehört nicht zur Leitkultur. Und alles, was zur Leitkultur gehört, ist nicht spezifisch deutsch. Ich werde das gleich noch ein bisschen illustrieren. Also, Philosophie und Lebensform gehören zusammen. Demokratie und Lebensform gehören zusammen. Demokratie ist auch eine Lebensform. Insofern finde ich diesen Titel sehr schön. Damit stellt sich die Frage, lässt sich diese Lebensform, die für die Demokratie charakteristisch ist, als humanistische charakterisieren? Das ist die zweite These. Die erste These lautet, Demokratie ist eine Lebensform, ist auch eine Lebensform, ist auch ein Institutionengefüge, auch ein kollektives Entscheidungsverfahren und so weiter, aber ist jedenfalls auch eine Lebensform. Und die zweite These lautet, diese Lebensform ist humanistisch. Warum ist sie humanistisch? Dazu ist es erforderlich, die Grundelemente humanistischen Denkens und humanistischer Praxis sich vor Augen zu führen. Das ist eigentlich nicht möglich in wenig Worten. Ich will es trotzdem stichwortartig hier tun. Erstes Stichwort: humanistische Anthropologie. Humanistische Anthropologie beruht nach meiner Überzeugung auf drei Einsichten, nicht Dogmen, das ist dieser kleine Dissens, den Sie indirekt angesprochen haben, nicht weltanschauungslehrend, sondern Erkenntnis. Diese Erkenntnis lautet, der Mensch ist vernunftfähig, freiheitsfähig und verantwortungsfähig. Das ist nicht lediglich eine empirische These, sondern dahinter steht eine bestimmte normative Konzeption von Vernunft, Freiheit und Verantwortung. Es ist falsch anzunehmen, in dem Moment, wenn es um normative Fragen geht, bewegen wir uns im Bereich der Weltanschauung. Normative Fragen sind in gleicher Weise, vergleichbarer Weise zumindest rationalisierbar, wie empirische Überzeugung. Zweites Element: Ethik. Die Demokratie beruht auf Universalismus und Egalitarismus. Universalismus in dem Sinne, dass die Zugehörigkeit zu Ethnien, Herkünften, Geschlecht, Gemeinschaft, irgendwelcher Art, keinen Statusunterschied bedeutet. Eine weit verbreitete Legende, die auch bei wohlmeinenden und aufgeklärten Kirchenleuten immer wieder weitererzählt wird, lautet: ohne Christentum keine europäische Aufklärung, ohne Gott Ebenbildlichkeit kein Artikel 1 Absatz 1. Das sagen ziemlich gebildete Leute, nicht nur in der katholischen, auch der evangelischen Kirche. Problem ist, es ist belegbar falsch, natürlich falsch. Wer spricht denn zum ersten Mal in unserem Kulturkreis von der Dignitas Hominis, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und so weiter? Das ist die römische Stoa. Und mit Verlaub, die römische Stoa ist 150, 180 Jahre älter als das Christentum, eigentlich sogar ein bisschen mehr. Ich nehme jetzt mal Christi Geburt.
Und die mittlere Stoa, schon die griechische Stoa, hatte diese Einsicht. Chrysipp hatte erkennbar diese Einsicht. Soweit die Fragmente, die verfügbar sind, nicht trüben. Aber spätestens die römische Stoa hatte eine ganz unbequeme Erkenntnis. Erkenntnis, nicht Weltanschauung, Erkenntnis. Nämlich, dass die spezifische individuelle Dignitas von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht und so weiter unabhängig ist. Und wer sich dann jetzt hier zurücklehnt und herablassend sagt, naja, aber Seneca, ein bedeutender Stoiker der damaligen Zeit, Berater der problematischen Machtfigur Nero und dann de facto zum Tode verurteilt. Dieser Seneca als Sklaven gehalten und deswegen ist er offenbar nicht wirklich überzeugt gewesen. Da würde ich sagen, Vorsicht, wir sind alle gegen den Klimawandel und die dicken Autos stehen hier vor der Tür. Also diese Art von Inkohärenz zwischen Praxis und Theorie ist leider sehr allgemein menschlich und betrifft wahrscheinlich uns alle gleich mit. Um jetzt eine ganz blöde Nebenbemerkung zu machen, Weinstein hat eine bedeutende Professur für feministische Theorie und Praxis etabliert. Ja, also die Theorie und Praxis Zusammenhang ist manchmal etwas lockerer, als man das so denkt und das war schon in der Antike so. Also die Einsicht verdanken wir unserem Kulturkreis, den Stoikern. Viele spricht dafür, dass in anderen Kulturkreisen ganz ähnliche Einsichten, zum Teil zu selben ähnlichen Zeiten möglich waren. Der Buddhismus ist auch eine Auflehnung gegen das hinduistische Kastendenken. Das ist eine Form von Menschenwürde, universalistischer, egalitaristischer Menschenwürde, Philosophie. Und wer da sagt, na gut, aber die Menschenrechte sind doch eine Erfindung des Westens und der europäischen Aufklärung gewesen, dem muss ich auch widersprechen. Die General Declaration of Human Rights ist von den südamerikanischen Staaten ein halbes Jahr vor dem 18. Dezember 1948 vorformuliert worden. Gegen den Widerstand von Großbritannien und dem Pentagon in den USA. Zwei nicht ganz einflusslose westliche Vormächte. Und der wichtigste Beitrag auf dem Kongress, auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 18. Dezember 1948, war die heute noch nachzulesende Rede des indischen Delegierten. Zusammengefasst lautete sie, es ist ja erfreulich, dass der Westen unterdessen wenigstens einen Teilaspekt der Dignity of all beings verstanden hat. Von wegen, dass der Westen Menschenrechte erfunden hat und den Rest der Welt aufoktroyiert hat in einer günstigen Periode nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist drastische Geschichtsklitterung. Politik. Kommunistische Politik ist rechtsstaatlich. Warum? Weil Rechtsstaatlichkeit dieser individuellen Würde, individuellen Autonomie, der Vernunftfähigkeit des Menschen die einzig angemessene politische Form gibt. Menschenrechte entstehen nicht innerhalb von Institutionen, sondern sind Prüfsteine, ob Institutionen angemessen sind oder nicht. Da hat John Locke recht. Nicht Thomas Hobbes. Gerechtigkeit wird nicht erfunden und gesetzt durch die politische Ordnung, sondern die politische Ordnung wird danach beurteilt, ob sie Menschenrechte, individuelle und kollektive, kulturelle und soziale, erfüllt oder nicht. Dass Menschen Rechte haben, die man ihnen nicht nehmen kann, die man nicht verletzen darf, ist eine normative, ethische, politische Einsicht. Kein Dogma, keine Weltanschauung, eine Einsicht. Für diese Einsicht gibt es gute Argumente. Die Idee der Inklusion ist zentral für die Demokratie. Die Idee der Inklusion ist zentral für den Humanismus. Warum? Weil Menschen für humanistisches Denken und humanistische Praxis gleich zählen. Gleicher Respekt individuell, eine Kultur gleicher Anerkennung, im Sinne des respektvollen Umgangs mit Differenzen, kulturellen Differenzen, ist ein Grundelement des Humanismus und ist normative Basis der Demokratie.
Also wenn Demokratie als Lebensform verstanden wird, dann ist die Lebensform, von der die Rede ist, eine solche, die humanistisch verfasst ist. Zum Schluss dieses Teils noch drei Anmerkungen. Das eine ist, ich bin skeptisch gegenüber der Vorstellung, die auch vor allem im linksliberalen Spektrum sehr weit verbreitet ist, was den humanitären Interventionismus befeuert hat der letzten Dekaden. Dieser humanitäre Interventionismus ist am Ende gründlich daneben gegangen. Die Auffassung ist die, dass man gewissermaßen mit einem Fingerschnipp die Bedingungen schaffen kann, um demokratische Ordnungen zu etablieren. Und das scheint mir einfach empirisch belegbar falsch zu sein. Demokratien haben eine kulturelle Vorgeschichte. Alexis de Tocqueville hat das kritisch beschrieben am Ende des Ancien Regime und dem Übergang zum Absolutismus. Der Absolutismus gewissermaßen als Vorspiel, eigentliche Veränderung beim Übergang zum Absolutismus und dann zur Französischen Republik, 1789, Französische Revolution. Diese Prozesse sind in der Regel langwierige Prozesse. Und die Urbanisierung ohne die Trennung des Öffentlichen und des Privaten im europäischen Spätmittelalter und dann in der europäischen Neuzeit, keine Demokratie. Solange wir in einer Welt leben, in der wir in Gemeinschaften eingebettet sind und uns von diesen Gemeinschaften nicht distanzieren können, ohne ausgegrenzt zu werden, wenn jeder kommentiert, wie ich lebe und sanktioniere, wenn ich anders lebe, als die Umgebung sich das vorstellt, eine solche Kultur ist nicht demokratiefähig. Insofern hat die Demokratie eine mehr oder weniger lange Vorgeschichte. Das gilt für Europa genauso wie für andere Weltregionen. Die Alltagspraxis fällt nicht vom Himmel. Petrarca hat sich gegen die rüden Umgangsformen, vor allem der Männer seiner Zeit, gerichtet und gesagt, ihr müsst mites et amabilis werden. Wenn euch das so schwer fällt, dann lest Gedichte. Und wenn das auch nicht hilft, dann schreibt Gedichte. Petrarca, das ist die italienische Renaissance, lange vor der ersten Demokratie im Wortsinne in Europa. Also die Genese, das fällt nicht vom Himmel. Und insofern gibt es Gefährdungen des Humanismus, die mit kulturellen Veränderungen zusammenhängen. Und zu denen will ich zum Schluss wenigstens die Stichworte nennen. Wenn Menschen sich primär identifizieren als Mitglieder eines Kollektivs, dessen nicht des Individuums, sondern des Kollektivs Interessen, sie zu vertreten haben gegen die Kollektivinteressen anderer, dann erodieren die Fundamente von Demokratie als Lebensform, dann erodiert humanistische Praxis, Alltagspraxis. Humanismus ist mit Kollektivismus unvereinbar, in allen Varianten. Dieser Kollektivismus in der Rechten oder der Linken oder in anderen Varianten auftritt, er ist unvereinbar mit humanistischem Denken und humanistischer Praxis. Wir haben gegenwärtig eine Rückkehr des Kollektivismus in unangenehmen, rassistischen, ressentimentgesteuerten Formen in zwei europäischen Staaten, unterdessen in der Regierung, Ungarn und Polen. Auch in den USA in der Gestalt eines irrlichternden Präsidenten, bei dem man nie so genau weiß, ob das alles nur gerade eine Augenblicksidee ist oder ob da mehr dahinter steht. Ich habe jedenfalls bei seinem früheren Berater Stephen Bannon eindeutig, da ist das sogar schriftlich nachzulesen, dieser Ressentiment geleitete rassistische Kollektivismus. Kollektivismus ist mit Humanismus unverträglich und mit Demokratie. Aber es gibt auch diese sympathischeren, spielerischen, auf die Linksliberale gerne reinfallen, Kollektivismen. Zum Beispiel die jetzt die Separation in Katalonien antreibt. Wir können über Separation reden, Pro und Contra. Es geht mir um die kulturellen Prägekräfte. Wenn es am Ende heißt, wir Katalonen sind so ganz anders als die Spanier und können deswegen nicht in einem Staat zusammenleben, dann ist das ein harmloserer Kollektivismus, aber es ist ein Kollektivismus.
Sozialismus denken. Einem Verständnis von Demokratie, humanistisch fundierter Demokratie, unvereinbar. Zweite Gefährdung, Fundamentalismus. Fundamentalismus heißt, dass ich meine Urteile und Überzeugungen binde an bestimmte Dogmen, an Auffassungen, die nicht zur Diskussion gestellt werden dürfen, die gelten und die meine Lebensform prägen. Und alle, die diese nicht teilen, erkenne ich als Gesprächspartner nicht an oder lassen mich auf Diskussionen mit ihnen nur zum Schein ein. Fundamentalismus muss nicht gewalttätig sein. Auch die Taliban waren ursprünglich nicht gewalttätig. Waren Koranschüler, brave Koranschüler, aber sie waren Fundamentalisten. Das Gewaltelement kommt aber dann häufig hinzu. Und wir sollen nicht denken, dass der Fundamentalismus sich hier in Nordafrika und im Nahen Osten vor allem konzentriert. Wir haben eine Welle von Fundamentalismen auch im westlichen Kulturkreis. Vor allem in Amerika, auch in Südamerika. Der evangelikale Offensive in Südamerika, vor allem Brasilien, hat fundamentalistische Züge. Er kommt sympathischer rüber, ja, als eifernde islamistische Fundamentalismen und er ist bislang nicht gewalttätig. Aber er hat dieselben abgrenzenden, absondernden, gemeinschaftsbildenden Effekte, die ihn im Prinzip unvereinbar machen mit einer genuinen Demokratie. Die Hälfte der Amerikaner ist der Auffassung, dass man die biologische Theorie der Entstehung der Arten, wie vor allem Darwin und anderen, aber Darwin ist hier immer der Reizbegriff, den kann man auch weglassen, gleichberechtigt neben der aus der Bibel herkommenden Theorie der Entstehung der Welt lehren müsse, weil das doch gleichberechtigte Theorien sind. Darüber kann man nicht streiten, sondern das ist eine Form von Fundamentalismus. Das ist eine Verweigerung gegenüber dem rationalen Argument. Dritte Variante des Antihumanismus und damit Herausforderung, über 30 Jahre durchaus kraftvoll, ist der Ökonomismus. Ich habe ehrlich gestanden gehofft, dass der mit der zweitgrößten Weltwirtschaftskrise, wir haben das nicht ganz so stark gespürt, weil Deutschland durch diese Krise besser hindurchgekommen ist als fast jedes andere Industrieland, weil viele leiden darunter noch heute beträchtlich, vor allem im Süden Europas, dass das damit zu Grabe getragen wird, dass also diese Dominanz des Ökonomismus enden würde. Das ist nicht der Fall, interessanterweise. Das muss uns auch politisch zu denken geben. Unter Ökonomismus verstehe ich die Auffassung, dass alles unter ökonomischen Rentabilitätsgesichtspunkten analysiert und beurteilt wird, was zwangsläufig dazu führt, dass das menschliche Handeln, auch zum Beispiel Bildungssysteme, instrumentalisiert werden für ökonomische Ziele. Der Ökonomismus ist zweifellos eine Variante des Antihumanismus. Meistens tritt er nicht mit Waffen auf. Aber es bleibt eine gefährliche Herausforderung für humanistische Praxis, für eine humanistische Lebensform. Wenn wir Kooperation ernst nehmen, die Bereitschaft, sich auf andere einzulassen, ein Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben, wenn das Bildungssystem darauf gerichtet sein soll, die Persönlichkeit zu entfalten, dann müssen wir uns gegen den Ökonomismus wenden. Die Subsumption von Bildungszielen unter ökonomische Ziele ist eine Form des Antihumanismus. Und schließlich der Populismus. Ich habe das jetzt ziemlich am Ende, vorletzter Punkt, genannt, obwohl autoritäre Herausforderungen vermutlich auch die populistische Herausforderung mit meint zumindest. Warum ist der Populismus in der Tat eine Herausforderung, eine Gefährdung des Humanismus, ist eine antihumanistische Bewegung? Aus folgendem Grund. Populismus ist eine Bewegung, die appelliert an bestimmte emotional begründete Haltungen und verweigert sich einer kritischen Diskussion über
Überprüfung, dem kritischen aufklärerischen Gespräch, im Gegenteil, es nutzt vorhandene, mehr oder weniger emotional verankerte Haltungen, um daraus eine ressentimentgetriebene Politik zu machen. Das gilt auch dann, wenn einem manche Ziele populistischer Parteien oder populistischer Politikerinnen sympathisch sind. Der Populismus ist grundsätzlich eine Gefährdung für eine humanistisch geprägte Lebensform, weil sie das Vernunftelement zurückdrängt, die Vernunftfähigkeit des Menschen nicht hinreichend in Anschlag bringt, weil sie die politische Praxis, die politische Deliberation, die politische Kommunikation verkürzt auf das Äußern bestimmter emotional begründeter Haltungen, Einstellungen, Wutgefühle und was dergleichen mehr ist. Und zuletzt ein Punkt, der sicher hier auch in diesem Raum umstritten ist, für mich ist auch der Naturalismus. Eine antihumanistische Bewegung. Ich will das kurz erläutern. Für einen konsequenten Naturalisten ist alles, was existiert, im Prinzip beschreibbar und erklärbar mit den Mitteln der Naturwissenschaft. Oder machen wir es noch ein bisschen verzieht, wie es in der Philosophie meistens definiert wird, mit den Mitteln der Disziplin, die ich ursprünglich studiert habe, nämlich der Physik. Es kann aus prinzipiellen Gründen keine Beschreibung von Gedichten geben mit den Mitteln der Physik. Allenfalls in der Form, dass man die Verteilung von Tittenklecksen einem handschriftlich mit Füllern geschriebenen Gedicht physikalisch analysiert. Aber der Inhalt eines Gedichts lässt sich nicht, weil wir im Augenblick nicht die Möglichkeiten haben, und das wird sich dann verändern, sondern wird sich mit den begrifflichen und methodischen Instrumenten der Physik nie, auch nur annähernd beschreiben lassen. Das heißt, für den konsequenten Naturalisten gibt es nicht nur keine Gedichte, kann man sagen, da kann man hoffentlich auch ohne leben, es gibt keine Intentionen, es gibt keine Normen, es gibt keine Werte. Und ich kann mir keinen Humanismus vorstellen, der humane Werte auskommt. Deswegen ist der Humanismus eine Form, der Naturalismus eine Form des Antihumanismus. Und seine Dominanz in manchen intellektuellen Sphären, vor allem in amerikanischen Universitäten, ist zwar einerseits erfreulich, weil der Obskurantismus und alle möglichen religiösen Dogmatismen zurückdrängt, aber andererseits auch eine Gefahr für humanistisches Denken und für humanistische Praxis, weil er das Normative beschädigt oder sogar negiert. Okay, ich hoffe, das ist ein bisschen Diskussionsstoff in aller Kürze.